Corona treibt das Thema Digitalisierung sehr stark. Jetzt aber mal Hand aufs Herz, ist Corona tatsächlich so ein Digitalisierungsschub oder wäre das einfach nur wünschenswert, aber eigentlich hinken wir da noch so ein bisschen hinter den Möglichkeiten her? Was ist Ihre Einschätzung? Kommt immer darauf an, was man unter Digitalisierung versteht. Also ich glaube, am Frontend hat das jedenfalls einen Push gebracht. Und ich sage mal jetzt auch als CDU-Vorsitzender in Düsseldorf, hätten wir früher Videostammtische gemacht, dann hätte es immer geheißen, weil da sind doch noch der Fritz und der Ernst und die haben irgendwie vielleicht einen alten Computer oder kein Internet oder kapieren nicht, wie man das macht. Und dann hätte man es sein gelassen. Und jetzt wird nicht mehr auf den Letzten gewartet, sondern es wird jetzt einfach gemacht, weil man sagt, besser so als gar nicht. Das ist eine neue Qualität. Ich glaube, da sind jetzt viele unterwegs, auch was VPN-Lösungen etc. betrifft. Aber wenn man Digitalisierung auch versteht als die Frage dessen, verändert sich mein Geschäftsmodell und muss ich meine ganze Firma von ihrem Business Case und von ihrer Strategie neu aufstellen, dann habe ich da natürlich teilweise noch einen weiten Weg vor mir. Ja, das ist eine andere Komponente von Digitalisierung. Oder die Frage, wie baue ich meine Unternehmensprozesse und bilde ich die anders ab? Ich glaube, da kommen wir dann wirklich an den Kern der Sache. Und da, wie gesagt, versuchen wir mit Programmen wie Digital Jetzt, und wir haben auch über Deutschland hinweg 2 Dutzend Mittelstands 4.0 Kompetenzzentren, also nur, das kann natürlich auch der Staat nicht anordnen, sondern wir können den Unternehmen ein paar Tools an die Hand setzen, Abschreibemöglichkeiten, aber am Ende müssen die Unternehmer selber auf den Dampfer auch kommen. Ja, ich muss sagen, ich finde, dass Corona ein massiver Beschleuniger ist. Es ist aber auch ein Startschuss. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt mit Corona die Leute einmal ins Homeoffice gesetzt, jetzt ist alles super und jetzt sind wir fertig, ist in keinster Weise der Fall. Eigentlich haben wir jetzt gesehen, dass die digitalen Technologien uns helfen, resilienter zu sein. Wir können trotzdem arbeiten, wir können trotzdem unser Geschäft und unseren Kundenzweck erfüllen. Aber jetzt kommt halt die nächste Phase zu sagen, wie wollen wir es denn jetzt wirklich machen? Welche Regeln wollen wir uns geben? Wie sieht denn eigentlich für uns New Work aus? Ja, und da ist es halt jetzt gerade auch in unserer Größe, wir müssen da klare Regeln haben. Ja? Wie viele Tage wollen wir? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Welche Tage wollen wir auch wirklich mal für kreativen Austausch vor Ort sein? Und genauso müssen wir bei den Tools noch massiv nachlegen. Also, dass wir jetzt Skype oder Teams jetzt einmal haben, das ist super, finde ich auch toll und dass wir es nutzen. Nur natürlich muss es da auch weitere, da gibt es noch viel, viel mehr Tools, die wir reinbringen müssen, wo wir unsere Mitarbeiter qualifizieren müssen, wo wir das veränderte Art zu führen, kreative Workshops zu machen, dass wir das wirklich beibringen, lernen und diese Transformation jetzt bestimmt über die nächsten 1-2 Jahre noch wirklich konsequent unterstützen und managen. Aber als Startschuss ist das gut, weil jeder hat gesehen, Mensch, das geht ja doch. Also dafür war das da, ja. Und jetzt geht es darum, das auf den nächsten Level zu heben und alle oder so viele wie möglich mitzunehmen. Okay.